Servus Leute, heute gibt es einen Raid auf Customs, bei dem ich eigentlich snipen wollte. Die Betonung liegt auf wollte. Irgendwie habe ich dann doch wesentlich mehr mit meiner UMP gemacht. Und der Raid war trotz alledem sehr unterhaltsam und hat dann auch mal die Stärken der UMP ein bisschen zum Vorschein gebracht. Also die Waffe hat auf jeden Fall geglänzt. Wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Hier Baron, danke schön für den Prime im 5. Willkommen zur Gnabo-Falle. Und danke, dass du dein Prime bei mir lässt. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Die Primes. Schauen wir mal, ob es ein Sniper-Kill hatte ich letzte Runde, ne? Oh. Er hat sich nicht zu mir gelegt, okay. Escort-Quest, ja genau die, ne? Das ist halt mega hart, Escort, ne? Escort und wie heißt die andere, bei der man Spieler töten muss? Genau. Hey. Achso, das ist einer von hier unten. Wo ist er denn? Ich hasse das. Die haben auf jeden Fall was am Weapon Sway geändert, oder? Liegt es vielleicht daran, dass meine Endurance noch nicht oben ist? Schön die drei Bosse hatten? Ja. Wenn sie mal wieder die Spawn Rate erhöhen, dann vielleicht. Oh. Oh. Ich glaube, das ist der Skef, der da schießt. Wo? Scheiße. Kann ich halt auch nicht ewig oben stehen, weil... Ne? Der kommt hier gleich. Ah. Eieiei. Eieiei, wo kam das denn jetzt her? Ich glaube, das ist einer auf dem Skeleton. Keine Ahnung, wo das herkam. Kann von beiden Seiten gekommen sein.
War aber nicht der, der auf mich geschossen hat. Du nervst mich. Das war nicht der, der da oben auf mich geschossen hat. Da holt einer die Pocket. Echt jetzt? Sorry, Mate. Der hat echt einfach die Pocket Watch geholt, ey. Oh mein Gott. Ich hätte mich mit ihm anfreunden können, aber nein. Ah. Wieder zu spät geschalten. Ich hätte ihn adoptieren können, ihm helfen können. Stattdessen. Naja. Willkommen in Tarkov. Das Leben ist hart. Oh, hier ist noch einer. Anstatt, dass er einfach wegläuft. Da liegt er, da liegt er. Seht ihr? Yo, dude, I see you. Put away your gun and I help you to extract, okay? I see you. Hello? Oh my god, ey. Er hätte nicht aufstehen sollen. Wie er aber auch einfach liegen bleibt, er ja. Ja, das waren zwei blutige Anfänger. Wirklich blutige Anfänger. Er liegt da einfach in dem Busch, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe ihn null registriert. Null. Sieht man mal, wo man überall rumliegen kann. Achso, hier hat ja einer auf mich geschossen, ne? Bambi-Killer, aber hallo, Kapsa. Wenn wir gerade davon reden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. UMP-Massaker. Bambi-Massaker mit der UMP. Hallo YouTube. What the fuck ist hier los, ey? Ich will Leute snipen und die. Ey, nee. Weil wir gerade davon reden, wie lost die sind, ja. Sie wussten schon mal, ne, sie wussten dann. Ja, direkt wussten sie es nicht, ne, wo ich geschossen habe.
Eieiei. Da kommen jetzt hier noch irgendwelche angeschlichen oder haben wir es dann? Oh mein Gott. Respekt für diese M4, mein Freund. Respekt. Ohne Scheiß, nicht schlecht. Für Level, was war der? Level 8? Gute M4. Oh, come on. Echt jetzt? Ja, die Slick kann ich leider nicht liegen lassen, das tut mir leid. Deshalb hat er so getankt. Nein, ich hab's ja nicht arg getroffen. Was ist mit ihm hier? Level 53 um. Dein Ernst? Und ein RK2 dran. Hört auf. Dein Ernst, ich mach mal, sag mein Ernst wegen dem Scope da oben drauf. Deswegen. Nicht wegen der Waffe. Hey Franz. Privet. Almi God, vielen Dank für das Follow, willkommen. Gut. Ja, viel gesniped habe ich irgendwie noch nicht, ne? Spieler, okay. Deswegen dachte er, dass ich wahrscheinlich auch Low-Level bin, deswegen ist er so gepusht. Weil den hier gekillt hatte. Ja. Gut, dass ich meine DVL bis jetzt dabei hatte. DVL sollte man immer dabei haben zur Sicherheit, ja. Dass man sich im Zweifelsfall auf bis zu 1000 Meter verteidigen kann. Ist die Tür auf?
Gehst du da jetzt hoch? War der nicht mehr hoch oder was? Muss ich da jetzt duckjumpen? Das Backup aber gerade nicht ich gedroppt, oder? Das ist noch von dem Typen. Okay. Oh ja. Ah, brauche ich für meine Daily, nice. Hey, hey, hey. Das UMP-Massaker geht weiter. Aber irgendwie höre ich die so spät. Kommt's mir so vor. Hallo YouTube vielleicht? Da einen Nate zu ziehen war natürlich auch, ne? Der hat gerade gemerkt, wie lange es dauert, einen Nate zu werfen. So, der war mit einem Level 85 hier. Da hockt einer. Sei doch. Oh mein Gott, hör auf, ey. Na gut. Moin, moin. Moin Dano, danke schön für 31 Monate. Und ein 31 Monate Streak. Danke für den Tier 1 und den andauernden Support. Wie geht's dir? Schön dich zu sehen. Freut mich echt, dass du so lange da bist. Oh, Level 14. Save ihm das. Save ihm zumindest seinen Urlaub, dann kann er den wieder haben. Das UMP Bambi Massaker. Bumba, ja, hab ich. Servus. Kappa Container hab ich. Level 14 Ulach Enjoyer. Den lassen wir ihm mal. Dankeschön. Oh, da hinten rennt was. Als ob. No. War aber Scav ziemlich sicher. Da jetzt stehen bleibt. Na gut, viel mehr wird hier auch nicht mehr gehen jetzt, glaube ich, auf der Map. Wir gehen da gleich mal rüber. Wir machen hier schnell die Technical Crate und gehen mal da rüber.
Was ist so passiert? Ich habe meinen Kappa-Container. Ansonsten, ja. Customs ist ein bisschen was los. High-Level-Player, wohin das Auge reicht. Dankeschön, Couchio. Tarkov durchgespielt. Da lootet er. Heute wird Lehrgeld bezahlt. Wo war der Schlüssel drin? In der Jacke im Zweierdorn. Bambi Barbecue, ja. Gut. Könnte man ja fast für ein Thumbnail verwenden. Wenn ich das auf YouTube hochlade, werde ich doch garantiert gehatet. Danke, Franz. War sogar ein Spieler, oder? Ja. Er war gerade am Umräumen. Na gut, geh mal raus hier. Wie viele Kills waren das jetzt? 7? Ich glaube 7, ne? Mein Dollar-Exit-Video, ja, ja. Das muss ich vielleicht nochmal re-uploaden. Leute, macht mal Hallo YouTube im Chat, kommt. Macht mal Hallo YouTube. War doch gar nicht schlecht, die Runde. Zwar nicht so die High-End-Player als Gegner, ne, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Kills und alle über Level 70. Kranker Scheiß. Das UMP Bambi Barbecue auf Customs. Eieiei. Und kein einziger gesniped, auch den habe ich gesniped. Gut, dass ich eine DVL dabei hatte. Na gut. So ist es. So ist es. Mal sehen. 32 Hits, dafür waren noch mal. Ist okay. Ist okay, gut. Machen wir hier einen Marker, machen wir wieder aus. Zack, zack.